Ihr Lieben, heute sprechen wir über meine zweite Schwangerschaft, endlich. Ich wollte euch natürlich meine zweite Schwangerschaft nicht vorenthalten, wie es mir ging, wie mein HCG war, wie es mir mittlerweile geht, wie die Reaktionen waren, wie viel ich zugenommen habe und so weiter. Das besprechen wir alles jetzt. Und natürlich die Frage, wie ich schwanger geworden bin, wie es denn bei mir jetzt geklappt hat, die beantworte ich euch natürlich auch. Und ich würde sagen, los geht's. Ich blende euch jetzt hier einmal ein, was ich damals gefilmt habe, als ich erfahren habe, dass ich, glaube ich, schwanger bin. So, meine Lieben, ich war ja vorhin in der Apotheke und habe mir einen Schwangerschaftstest gekauft. Ich habe den gemacht und habe den dann liegen lassen, habe den vergessen. So, jetzt weiß ich nicht, ob das Ergebnis... Entweder sehe ich da zwei Striche und ich bin schwanger, ich bin gerade... Ich hab da überhaupt nichts dran gedacht oder bin ich blind? Da sieht man, erkennt man nur einen Hauch. Bin ich blind oder erkennt ihr genau dasselbe, was ich da gerade sehe? Oh mein Gott. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, aber ich bin gerade so... Kann das wirklich angehen oder ist das jetzt nur falscher Alarm, ey? Ich glaube, ich mache einfach morgen früh nochmal 9. Weil es kann auch verfälscht sein, aber so wie das hier gerade aussieht. Leute, das ist gerade meine Live-Reaktion. Ich bin gerade Schock. 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 Ich weiß noch nicht. Ich weiß einfach noch nicht. Kann das angehen? Hey Leute, kann das angehen? Ich still doch noch. Viele sagen immer so, still, Schiss vor Schwangerschaft. Das erklärt auch, also falls es wirklich so ist, ich will es jetzt, also ich freue mich jetzt noch nicht zu früh, weil das war bei Hamza damals auch so. Ich habe zwar schon so einen leichten Ansatz gesehen, aber ich kann es halt erst dann realisieren, wenn ich zum Arzt gehe und den Bluttest gemacht habe und natürlich morgen auch positiv rauskommt. So, jetzt kann ich es natürlich kaum abwarten, dass es morgen früh wird, weil ich habe nicht mit dem Morgenurin getestet, sondern das war schon relativ abends. Und wenn ich das jetzt so richtig ausrechne, erstens wird es ein Ava-Baby. Ich hatte euch ja die Ava-Uhr vorgestellt und mit der tracke ich natürlich auch alles. Und dann wird es erstens ein Ava-Baby und zweitens habe ich natürlich schon mal gleich geguckt, Ava-Tracking. Dann müsste ich schon in der sechsten Woche sein. Come on, nee, never ever. Ja, ihr seht, ich habe selber nicht mit diesem Ergebnis gerechnet, weil ich hatte davor schon mal einige Tests gemacht und die waren irgendwie alle negativ oder ich wollte es negativ sehen, ich weiß es nicht. Und natürlich apropos Ava-Baby, das ist in der Tat ein Ava-Baby. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist denn ein Ava-Baby? Ich habe euch das schon mal vor einigen Monaten vorgestellt. Ich blende das jetzt hier auch nochmal mit Werbung ein, weil ich das halt nochmal jetzt erwähnen möchte. Und zwar hat es in der Tat damit geklappt, das ist mein Zyklus-Tracker, beziehungsweise das war mein Fruchtbarkeitstracker und es ist auch ein Schwangerschaftstracker. Also das sind Tracker. Es sind drei Sachen in einem und dieses Armband trägt man nachts sozusagen für 4 Stunden. Also ihr solltet es mindestens für 4 Stunden tragen. Und genau das habe ich gemacht. Also ich habe dieses Armband jede Nacht 4 Stunden getragen. Was macht dieses Armband? Das hat hier unten so einen kleinen Sensor und der misst nachts einige Parameter, wie zum Beispiel deine Herzfrequenz, natürlich deine Hauttemperatur, deine Schlafphase, wie viel du schläfst, dein Ruhepuls, habe ich schon Herz gesagt? Was misst es noch? Dein Stresspegel. Da habe ich immer schon gemerkt, also am nächsten Morgen habe ich das dann immer ausgewertet und mir angeguckt und da habe ich schon immer gemerkt, okay, an wirklich stressigen Tagen war auch dieser Stresspegel immer bei mir sehr, sehr hoch. Und wie lange habe ich dieses Ava-Armband benutzt, damit ich schwanger wurde? Jetzt haltet euch fest, es hat bei mir direkt im zweiten Zyklus mit dem Ava-Armband geklappt. Ich muss auch dazu sagen, dass ich das erste Mal verpasst habe und beim zweiten Mal, zack, Bums. Bums ist jetzt das falsche Wort. Zack, hat es dann geklappt und
Und ich bin wirklich froh, dass ich dieses Armband für mich entdeckt habe. Das Witzige dabei ist auch noch, dass ich das meiner Arbeitskollegin empfohlen habe. Ich drücke dich hiermit ganz, ganz doll natürlich jetzt auch herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft. Denn bei ihr hat es nämlich auch geklappt und bei ihr hat es direkt im ersten Zyklus mit dem AWA-Armband geklappt. Und ja, ich nutze es momentan jetzt natürlich nicht mehr als Fruchtbarkeitstracker, weil ich natürlich jetzt dadurch schon schwanger geworden bin. Aber ich benutze es als Schwangerschaftstracker. Das heißt, auf meinem Handy kann ich dann jeden Tag tagtäglich sehen, wie weit mein Baby ist und so weiter. Und alle nützlichen Informationen zu meiner Schwangerschaft finde ich dann in dieser App. Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden. Also bei uns hat es mit dem AWA-Armband geklappt, deswegen das AWA-Baby. Und mein Code gilt übrigens noch immer. Wer sich das Armband bestellen möchte, bekommt 20 € Rabatt auf das Armband. Ich blende euch das hier unten nochmal den Link ein. Und ja, EBO20 lautet der Code und schaut euch das unbedingt an. Also ich habe bis jetzt wirklich nur positive Erfahrungen damit gemacht. Und falls es bei einem von euch klappt, dann meldet euch bitte bei mir. Auf jeden Fall habe ich mich mega gefreut über meine Arbeitskollegin, weil die hat es nämlich auch schon länger probiert. Und als ich dann gesagt habe, probier das doch mal mit dem Armband aus. Und ich sage, probier es doch bitte aus. Und dann hat es bei ihr sofort im ersten Zyklus geklappt und wir waren beide im Schock. Wir waren wirklich beide im Schock und bei mir halt im zweiten Zyklus. Dann habe ich hier meinen HCG-Wert für euch. Und jetzt hört euch doch mal an, was ich damals darüber erzählt habe. So ist es nicht. Ich war gerade beim Arzt. Also sagen wir so. Dienstags war mein Wert bei 15. Am Donnerstag bei 39. Am Samstag bei 110. Und heute am Montag bei 369. Und ich denke, am Freitag kann ich zum Arzt fahren, um zu gucken, ob da vielleicht schon mal was zu sehen ist. Also ich bin definitiv schwanger. So, wenn man sich das jetzt so anhören mag, dann denkt man, oder ich dachte am Anfang auf jeden Fall, das wird nichts. Mein erster HCG, also beim Arzt war 15, ich dachte, das wird nie im Leben was, weil ich hatte das Gefühl, dass der Wert so heftig gering war, dass ich keine Chance hatte, beziehungsweise dass sich wahrscheinlich dieses Ei nicht befruchtet hat oder nicht eingenistet hat. Und ich war so ein bisschen down und wollte es nicht glauben. So, und daraufhin hat sich das natürlich alles so ein bisschen verdoppelt, aber für mich war das jetzt nicht so, dass ich sagte, okay, das sind jetzt die Werte, die geil sind, weil ich weiß ganz genau, bei Hamza waren die Werte so hoch, dass ich sogar ein bisschen schon so, oh Gott, das Gefühl hatte, so wären das Zwillinge, weil der Wert wirklich schon sehr hoch war. Und bei dem zweiten Baby hatte ich jetzt so irgendwie kein gutes Gefühl. Und die Aufregung dann das erste Mal, als ich dann beim Arzt war, beim Frauenarzt, und die dann meinte, nee, der HCG-Wert, der ist so niedrig, der war damals bei 900 dann. Sie meinte, da sehen wir jetzt auf dem Ultraschall nichts. Und als wir dann geguckt haben, sie meinte, oh doch, da ist sogar eine kleine Fruchthöhle. Und ja, dann waren wir natürlich alle total aufgeregt. Und dann das nächste Mal daraufhin, als wir dann wieder hingegangen sind, ich glaube, 4 Wochen später, da konnte man wirklich schon was sehen und dann Herzschlag und alles, ne? Und erst dann konnte ich realisieren, okay, Leute, ich bin definitiv schwanger. Und auch erst ab dann konnte ich mich wirklich darüber freuen. Und ja, Leute, ich schwitze hier mir einen Ast ab. Help. Okay, ich merke gerade, ich muss die Lichter auf jeden Fall austauschen. Jetzt schauen wir uns die Reaktion von meiner Cousine an, weil ich habe ihr das nämlich auf der Kamera mitgeteilt und here we go. Naja, Ja. auf jeden Fall wollte ich dir sagen, Erzähl. ich bin schwanger. Bubu. Ja, ihr seht, sie war genauso schockiert wie ich auch. Und jetzt wollen wir mal darüber schnacken, wie viel ich zugenommen habe. Also ich bin momentan bei -3 Kilo. Also ich habe noch gar nichts zugenommen. Weil, Leute, es ging mir die ersten Monate. Ihr wisst ja noch gar nicht, wie weit ich jetzt momentan bin eigentlich, ne? Okay, das erzähle ich euch ganz bald. Aber die ersten Monate, Leute, es ging mir so schlecht. Es geht mir manchmal immer noch schlecht. Zum Beispiel gestern. Weiß einfach nicht, ich weiß nicht, woran es liegt, aber dann stehe ich so morgens auf und denke so,
dann weiß ich schon, okay, der Tag ist für mich gelaufen. Diese Übelkeit, die wiederholt sich dann bei mir leider immer, immer wieder. Und ja, manche Tage sind so, manche Tage sind so. Also ich konnte die ersten Monate nicht wirklich was essen und ich habe mittlerweile auch voll die Abneigung gegen Fleisch. Kommt mir bitte nicht mit Fleisch, also da drehe ich ja richtig ab. Also ich esse es manchmal notgedrungen und wenn ich es dann gegessen habe, dann wird mir wieder schlecht. Also momentan habe ich da leider so einen kleinen Aussetzer. Und ich glaube, das wird jetzt auch ein bisschen was andauern, weil ich habe gemerkt, wenn ich mich in der Schwangerschaft vor etwas ekle, dann hält das leider an. Also dann auch ein Jahr später ekle ich mich dann immer noch davor, auch wenn es was zu essen ist, wie damals mit Köfte, als ich schwanger bin und das war. Da war ich in Trabzon und da habe ich mich vor Köfte geekelt, beziehungsweise musste es dann wieder ausspucken. Und seitdem kann ich keine Köfte mehr essen, also Frikadellen, ne? Oh, kommt mir bloß nicht mit sowas. Und ja, also momentan bin ich bei minus 3 Kilo, das heißt, ich wiege momentan 83, noch ein paar zerquetschte. Und ja, jetzt kommt die Neuigkeit. Ich habe meinen Frauenarzt gewechselt. Warum, werdet ihr euch jetzt fragen? Ding! Weil meine Frauenärztin meint, wenn du einen Kaiserschnitt hattest, dann unterstütze ich keine zweite normale Geburt. Und ich so, was? Wieso? Und sie meinte, ja, da müssten 5 Jahre dazwischen liegen. Ich so, bitte was? Und dann habe ich mich natürlich auf die Suche begeben nach einer Frau, beziehungsweise nach einem Arzt, der eine natürliche Geburt nach einem Kaiserschnitt durchführt. Weil viele machen es einfach nicht, weil sie das Risiko nicht eingehen wollen und bla 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 bla. Hallo, wer geht denn hier das Risiko ein? Gehe ich das Risiko ein oder gehst du das Risiko ein? Na, auf jeden Fall habe ich dann mir eine Ärztin gesucht und bin auch fündig geworden. Und die freudige Nachricht ist jetzt natürlich, dass sie sagte, du kannst zu 80% normal gebären, aber, jetzt kommt das große Aber, du darfst nicht so viel zunehmen. Also sie meinte, 7 Kilo, 8 Kilo wären dann noch im Rahmen, aber hallo, wie soll das denn gehen, wenn das Baby schon 3 Kilo wiegt, das Fruchtwasser, die Blutzunahme, was kommt noch, die Plazenta und bla bla bla, das wiegt doch schon nachher alles irgendwie 7 Kilo. Da ist ja gar kein Spielraum mehr irgendwie, also ich. Also ich bin jetzt nicht so ein Vielfraß, ne, aber also wenn es hapert, könnte es eventuell daran hapern, weil entbinden. Auf jeden Fall gehe ich jetzt die Sache total positiv an und ich freue mich. Und das Schöne an dieser Nachricht ist auch, dass ich dieses Mal keine Plazenta previa habe. Das heißt, meine Gebärmutter, beziehungsweise die, wie heißt das nochmal auf Deutsch, die Gebärmutter nicht, Mensch. Die Plazenta ist oben und nicht wie beim letzten Mal hat es nicht den Ausgang versperrt. Und gibt mir natürlich jetzt nochmal mehr Hoffnung. Und ja, das, was ich halt letztes Mal erlebt habe, möchte ich so nicht nochmal erleben. Drückt mir bitte die Daumen, dass es klappt. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, so ein bisschen wieder über die Schwangerschaft zu plaudern. Ich versuche die nächsten Tage mal ein Foto zu posten von meinem Babybauch. Und dort werdet ihr dann auch auf Instagram erfahren, wie weit ich denn jetzt endlich bin. Und natürlich, bald wissen wir hoffentlich auch, was es wird, weil wir wissen es noch nicht. Auch da, ich bin zwar relativ schon weit, aber trotzdem wissen wir noch nicht, was es wird und wir sind auch relativ gespannt. Also es war eine Tendenz da, aber sie meinte, ich möchte mich da noch nicht festlegen und komme das nächste Mal und dann sehen wir sicherlich besseres Ergebnis. Und ja, dann sehen wir auch bald, was es wird. Und da bin ich auch auf jeden Fall mega gespannt. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt und würde sagen, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Eure Evo. Tschüss. Oh, ich muss hier raus. Es ist so heiß hier.